Hallo und herzlich willkommen zu einer Prüfung der beiden Let's Play. Das letzte Mal haben wir gesagt, dass ich ja voll viel Löschhexen sammeln werde und ja, hab ich auch. Und darum werden wir die Rüstung jetzt verbessern. Ich frag mich nur, was man braucht, um sie nochmal zu verbessern, weil, ja, ich will jetzt niemandem schlecht reden, darum sag ich's nicht. Ach, du bist es, sei gegrüßt. Schauen wir mal, ob die dann auch wirklich... Das wäre voll doof, wenn die jetzt noch... Wenn die danach... egal, ich schau einfach mal. Bitte! Und los! Oh. Link! Renn! Ja, wir fangen damit an, womit wir letztes Mal aufgehört haben. Ist sehr interessant. Oh. Einfach nur die ganze Zeit draufdrücken und warten, bis seine... Bla... Mann, oh, dafür musst du das ganze Set tragen. Ja, verstärker bitte. Jo. Und? Jetzt braucht man 3. Oh, dann können wir es noch ein bisschen verbessern, aber nicht komplett. Okay. Gut. Hätte ich vielleicht ein paar mehr dann sammeln sollen. Dann hätten wir es vielleicht nochmal verbessern können. Aber, na gut. Und die Feuerreste. Ja, bitte nochmal verstärken. Hier. Ja, los, arbeite! Ich meinte natürlich, wenn du willst. Okay. Sehr schön. Ja, ich will nochmal. Nochmal. Mann. Wieso kommt der jetzt mit Mario-Musik, wenn er eigentlich Zelda spielt? So ein richtiger Kackbude, ja, sorry. So, dann können wir jetzt auch gleich schauen, was wir brauchen, um es nochmal zu verbessern. Löschflügler. Oh, shit, das ist gar nicht mehr so einfach. Also Schmetterlinge zu fangen, würde ich mal sagen. Aber egal, vielleicht wird uns der tolle Anti-Guide darin helfen und sagen, wie wir am besten an diese Schmetterlinge kommen, werde ich doch schauen. Aber jetzt erstmal egal, jetzt machen wir wichtiges Storyzeug im Gronland der Goroniasen. Der Goroninasen. Jesse! Du machst mir Angst. So, in der Zwischenzeit kam übrigens ein Blutmond, wo ich gedingsbumst habe, ihr wisst schon, wo ich so gefarmt habe nach diesen Teilen. Hey, Goronia! Was ist dein Problem? Eigentlich will ich hier hin, aber da können wir uns eh nicht hin teleportieren. Immer schön teleportieren. Feeneffekte. Warte, lässt du dir von einer Fee beim Kochen helfen, werden die speziellen Effekte deiner Gerichte verstärkt? Wie helfen? Oh, okay. Ja. Ich dachte schon, wenn du eine Fee kochst, dann, aber, ja, ich glaube, man kann Fee nicht mehr kochen. Egal. So, wo wollte ich hin? Dich, das Schöne ist, hier kann man super easy vernichten, hier friss meine Bombe, peng. Und dann war es das auch schon. Und, oh. Ich finde den Ort voll toll. Ich weiß auch nicht warum. Wie friss. Eigentlich will ich gar nicht hier lang. Aber die Gegner ziehen mich hier lang. Weg hier, bevor ich weiterhin gezogen werde. Weil ich da auch unbedingt hin muss. Ein Leuchtstein. Zwei Leuchtstein. Wo ist drei Leuchtstein? Ein Leuchtstein. Zwei Leuchtstein. Ich halte auch schon den Mund. Okay, ganz ruhig. Ihr müsst mich nicht zu sehr hassen. Ich mache das schon wohl alleine mit dem Ruhigsein. Wenn ich... Nein, mache ich nicht. Ich laber einfach weiter. Drei Leuchtstein! Schon, wer hast du dich nicht eigentlich selber? Manchmal schon. Nein, natürlich nicht. Ich liebe mich. Ich bin das Beste, was es gibt. Ich verstehe nicht... Ach so, das ist einfach nur, da sitzt man drauf. Okay. Und hier ist ein Stein. Ich höre schon wieder Musik. Eigentlich wollte ich ja, Gottverdammt, wo gehe ich denn hin? Ich will da hin. Ach, zu spät. Egal, gehen wir zu den Goronen, reden mit denen. Auf Quests, Jagd. Bist du da, alter Sakto? Sei verrückt, Rutania! Was ist los?
Seit Rotania sich hier rumtreibt, ist es mit dem Ausbrüchen des Todesberges schlimmer geworden. Rotania ist dieser Bleche auf dem Berg. Schön und gut, dass er uns angeblich vor 100 Jahren beschützt haben soll, aber jetzt bedroht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir ihn schon mit den Kanonen zurück in die Krater gescheucht haben. Aber er kommt immer zurück. Wow. Alles in Ordnung? Ja, ich habe nur Rückenschmerzen. Ich bin in den Stimmbruch gekommen. Egal, aber wer bist du eigentlich? Ich bin ein Reisender. Du bist also den ganzen Weg gekommen, um mir deinen Respekt zu erweisen. Ich bin Bludo. Ja, Bludo ist Chef der Goron, der so furchteinflößend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Was hast du für eine wundervolle Superkraft, oh Herr Bludo? Ich wollte Rudania wie immer vertreiben, aber ich habe dieses Ziehen im Rücken. Dieser Yunobo, der soll sich mal beeilen, Juwat. Der junge Yunobo geht mir bei Rudania ein bisschen zur Hand. Er sollte in der Nordmine einen Mietergegner in meinen Rückenschmerzen besorgen, aber er ist noch nicht zurück. Ja, wahrscheinlich ist er explodiert oder sowas. Typisch, immer diese... Bestimmt rödelt er wieder genauso irgendwo herum, ey. Wenn du Yunobo siehst, sag ihm, dass ich ihn suche und dann peitsch ihn aus. Okay. Dann ist es jetzt Zeit, all deine Sachen zu klauen. Du hast nichts. Toll. Juhu. Wie soll ich deine Sachen klauen, wenn du nichts hast? Der hat eine Krone. Du hast Herausforderung bestanden. Ja, hier, was willst du denn? Gib mir aus da. Ja. 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 So sei es. Oh mein Gott, das ist voll schön. Wir müssen noch ein so ein Teil machen. Und dann gibt's voll nice Zeug. Dann kriegen wir das letzte Stückchen für den dritten Ring. Ja! Aber eigentlich will ich noch gar nicht da lang. Ich will erstmal ein bisschen zurück. Und da oben, okay, da gibt's irgendwie durch. Müssen wir mal schauen. Oh! Bin ich auf eine Idee gekommen. Da will ich hoch. Und da will ich rein. Kann man nicht. Toll. So viel dazu. Yay! Die Musik macht mich irgendwie ein bisschen behindert. Also gehen wir einfach weiter. Hey, Agron, was geht? Blum, blum, blum. Naja, du mich auch. Achso, was ich eigentlich machen will, ist ein bisschen zurückgehen. Aus einem bestimmten Grund. Und zwar gibt es da noch eine Stelle, wo wir unbedingt nachschauen wollten. Weil die sah ganz interessant aus. Vielleicht gibt es da auch schönes Zeug. Wäre ganz nice. Und die Gegner da hinten wollen wir natürlich auch vernichten. Natürlich nicht mit einem Hammer. Sondern mit... so ein Zweihänder, warum nicht? Was hat er für eine Fähigkeit, der Zweihänder? Haltbarkeit, oh. Dann können wir damit lange daneben hauen, weil wir zu dumm sind zu treffen. Ja, oh, da waren gerade... Ich sollte nicht so... Da waren gerade Eidechsen. Ich sollte ja jetzt einsammeln. Ich habe es gerade gar nicht bemerkt, dass da welche waren. Ich habe nicht unbedingt darauf geachtet. Aber sollten wir nicht unbedingt so schnell laufen, damit die nicht gleich abhauen. Wenn wir sie haben können. Wenn wir sie haben wollen, ja. Okay. Das war jetzt ein bisschen doof. Fuck you. Aber die halten leider ein bisschen viel aus. Ich glaube, ich will erstmal den runterhauen, damit er uns in Ruhe lässt. Und dann... Kann der uns auch nicht mehr viel. Wenn wir nicht in den Rücken geschossen werden, ist das, glaube ich, alles kein Problem. Boah, wie lange die alle am Arsch sind. Schon schön. Ey, nicht kaputt gehe. Ich will das haben. Ich will das noch essen. Ich meinte. Fuck you! Der hat einen Hammer. Oh. Wiewu, wiewu. Ja, ja. Nicht mal die Krankenwagen und so können aufhören, wenn die Let's Play. Alle wollen laut sein. Können die Leute nicht mal anders sterben? Gott verdammt. So, was gibt's hier Schönes? Ah, ein Felsen. Gott verdammt.
So viel zum falschen Splitter. Du weißt, dass wir nicht haben wollen? Schauen wir mal, ob wir den da unten treffen. Ich wäre jetzt so mega gehypt gewesen, hätten wir jemanden getroffen. Leider nein. Leider nicht. So, die restlichen. Will ich jetzt eigentlich wirklich da runter und die alle killen? Die haben alle so, wie ich lebe. Ich könnte es mir einfach machen, weil ich faul bin. Ich bin faul. Bin ich faul? Verdammt, bin ich faul? Ich bin zu faul. Zu faul für diese Welt. Dann halt so. Tschüss. So. Gibt's was, weil ich alle besiegt habe? Nein? Nicht? Okay, ich wollte ja eigentlich auch gar nichts haben. Ist ja nicht so, als hätte ich gerne Loot so. Hier gibt's. Oh, okay. Dann benutzen wir mal kurz den Hammer. Denn hier scheinen schöne Sachen drin zu sein. Haben wir schon rausgefunden. Verdammt viele schöne Sachen. Ziemlich nice. Ich meine, wenn wir nicht den Hammer benutzen, was sonst? Da hinten ist unsere schöne Waffe. Weiß nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Okay, wir dürfen nicht auf rote stellen, oder? Sonst fangen wir an zu brennen. Yo. Yo. Und ich, obwohl wir so eine tolle Rüstung haben. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr verbessern und dann geht es, aber im Moment erscheint. Ein kleines Problem, wenn wir da drauf gehen. Hier, das kann's doch nicht. Hier muss doch irgendwas sein. Irgendwas Schönes. Nein? Ich habe noch nicht herausgefunden, was passiert, wenn wir in die Lava reingehen. Und das würde ich auch sehr gerne nicht herausfinden. Um ganz ehrlich zu sein. Hier muss es doch irgendwie einen Krog oder so geben. Nein? Das ist nur ein Weg dahin. Ich habe was gefunden. Hallo. Wie geht's denn so? Yeah. Okay. Was haben wir für unsere Entdeckerlust bekommen? Wow, 10 Eispfeile. Nicht schlecht, die sind hier ziemlich stark. Ich meine, alles One-Hitten, was wir nur sehen, ist schon nicht schlecht. Oh shit. Okay, das passiert, wenn wir in die Lava gehen. Nicht gleich One-Hit. Nicht schlecht. Ich dachte schon, wir sind voller Marsch, wenn wir da reinfliegen. Ich meine, logischerweise ist es Lava, okay? Aber, ja. So, da hinten ein bisschen Erze sammeln. Dann, tada! Hallo! Ist die aus Metall? Ist doch aus. Ich meine, aus Holz ganz sicher nicht. Müsste die nicht scheiße heiß sein und wir müssen unsere Füße verbrennen oder sowas? Oder müsste die nicht wenigstens rot werden? Super rot. Weil darunter fließende Lava ist? Keine Ahnung. Ich bin kein Vulkanist. Ich verstehe sowas nicht. Du. So, Leuchtsteine wären auch nicht schlecht. Also sind auch nicht schlecht, dass wir die haben. Die kann man gut gebrauchen. Glaube ich, für die Rüstung richtig. Die brauchen wir noch. Oh. Schon wieder nicht schnell genug gesehen. Wenn ich nicht aktiv nach denen suche, dann ignoriere ich die einfach, weil es einfach irgend so ein Zeug auf dem Boden ist. Interessiert doch keinen. Aber anscheinend doch. Zwar mich, nachdem ich die zum ersten Mal gesehen habe. Verdammt. Egal, hier gibt's ein Rätsel. Müssen wir da hinfliegen oder hinschießen? Schauen wir mal. Also, ich denke mal hinfliegen. Jo. Oh shit. Huh! Ja! Hallo! Jo, was geht? Jo, ja, nimm das! Jesse! Die Krogs haben alle nicht mal verschiedene Namen, also wirklich. Wie konnten die sich nicht... Warum haben die sich keine 900 Namen ausgesucht? Oh Mann. Okay. Links von uns. Da wollen wir hin. Dann gehen wir dahin. Auf die dümmste Art und Weise, die nur geht, und zwar... Oder auch nicht. Wir gehen... Oh, genau da will ich nämlich hin. Sehr nice. Habe ich gut gemacht. Bin ich nicht toll? Oh Mann. So. Ich muss aber hinhüpfen. Genau hier. Ja. Denn hier gibt's Erze. Genau. Oh, habt ihr's gesehen? Voll nice. Wow. Das war ein bisschen gefährlich. Holy shit. Link, warum? Das war jetzt nicht unbedingt schön. Oh Mann.
Kann man hier stehen? Nein, kann man nicht. Okay. Scheiße. Aber hier kann man bestimmt, wenn man einfach nur ein bisschen nach vorne. Sehr nice. So, jetzt. Heilige. Ganz schön gefährlich, weil man dumm ist. So, jetzt aber. Ab hier hoch. Eieiei. Ich glaube, ich besieg die so. Oh ja, stimmt. Das ist ja automatisch Feuerpfeile. Nicht so schlimm. Solange die trotzdem explodieren. So. Ey, Kumpel. Hier. Tschüssi. Den da hinten killen wir noch kurz. Ich glaube, wir killen die alle so. Ist ein bisschen doofer Ort hier. Um das nicht so zu machen. Okay, ich sage wohl nicht. Du da hinten hast Glück gehabt, ja? Du kannst leben für ein paar mehr Sekunden. Okay. Bitte nicht anfangen zu brennen. Okay. Ich will doch nur das Zeug haben. Nicht brennen. Uah. So, die sollten jetzt auch kein Problem mehr sein. Kommt her, meine Freunde. Meine toten Freunde. Okay. Dann ist hier gar nicht... Ich dachte, hier wäre sogar mehr. Aber da kommt man anscheinend nur auf der anderen Seite raus. Aber genau hier wollte ich eigentlich hin. Weil das haben wir mal gesehen, da habe ich gesagt, ja gut, dann gehen wir noch hin, aber nicht jetzt. Und nicht so schnell. Hier weiß ich, dass es hier überall... Überall gibt es hier Löschechsen. Die habe ich ja auch gefarmt hier in der Nähe so. Und so farmt man die. Langsam seinen fetten Arsch hinbewegen. Hallo, wie geht's? So, mein Name ist Linku. Ich verkaufe dir gutes Internet von 1 und 1. Ha, gutes Internet von 1 und 1. Träum weiter. Das ist Shots Fire. Sorry. So, ja, man kann so den einfach hin. Und wenn man will, kann man auch einfach losrennen. Ist auch kein Problem. Ja, ja. So, eine brauchen wir noch. Die sammeln wir noch, würde ich sagen. Damit ihr natürlich auch sieht, wie man das sammelt, mache ich das natürlich jetzt nicht offscreen, ja. Das liegt jetzt bestimmt nicht daran, weil ich irgendwie zu voll war, irgendwas wegzuschneiden, aber... Ja, auch irgendwie ein bisschen unnötig gerade. Wo ist denn... Irgendwo hier muss doch noch eine sein. So. Hier? Bestimmt irgendwo hier oben. Hier oben sind viele gewesen. Sehr viele. Ne, sehr viele meine ich bestimmt so 2 bis 3 Stück. Aber anscheinend nicht mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, jetzt kann ich mal in die Richtung. Ja, was willst du, Wind? Was gibt's nicht jetzt Schönes? Ein Berg, toller Berg. Ja, finde ich auch super. Richtiger bergiger Berg. Ja, ja, nicht immer diese anderen Berge, die nicht so bergig sind. Das ist ein richtig bergiger Berg. Unglaublich. Zauberei, Hexerei, schwarze Magie und Tod und Verderben. Aber schade, dass es hier auf diesem bergigen Berg nichts gibt. Ist wahrscheinlich ein weiterer Grund, warum es ein bergiger Berg ist und kein magischer Berg oder heiliger Berg. Immer diese Möchtegern-Berge. Ja, hier kam einfach nur da hinten hin. Und da gibt's Erz, das will ich eigentlich haben. Gott verdammt. Ich will's haben, da war ein Lizardmann, der stinkt ganz toll nach Kaka. Ja. Und, Gott verdammt, ich will doch nur eine Löschhexe. Ich hab grad geschaut, wie viel Zeit wir noch haben. Oh Mann. Was gibt's hier Schönes? Ich meine, ich erkunde hier irgendwie gerne. Ist ein toller Ort. Sehr, sehr viel Vertikalität. Ja, immer diese tollen Wörter schon. Woher kennst du die denn nur? Ich weiß auch nicht, ich bin halt ein toller Mensch. Ja, ja. So, hier gibt's stinke Gegner. Was ist, wenn ich hier in Eis fall? Der bleibt eisig. Nice. Finde ich nett. Na, wenn wir schon so viel Eis fallen, kommen, kannst du auch gleich ansetzen. Und dann sollten wir auch gleich da hinten hin, bevor unser Loot wegbrennt. Abel! Okay. Hui, ja! Hui! Wirklich? Hui! Danke. Geht doch, auch wenn wir nur so einen schimmligen Feuerschein bekommen haben. So, kurz ein bisschen rumschauen. Hier oben gibt es keine Echsen, oder wie? Keine Löschhexen? Nein? Das finde ich jetzt ein bisschen fies. Das fand ich ganz schön rassistisch, okay? Hier gibt es gar nichts. Nutzloser Ort dahin. Ah, hier muss es doch irgendwas geben, oder? Wenigstens ein Krog, oder?
Eine alte Kelloggs-Packung. Auch nicht? Na toll, na toll. Ich will ja, ja. Kein Loot für uns. Traurig. Hier hinten. Okay, Gott verdammt, hier gibt's wirklich nichts. Gibt's bestimmt was. Ich bin nur zu dumm dazu. Egal. Ich gehe jetzt gleich mal. Nein, jetzt machen wir noch diese Folge. Gott verdammt. Ich mache jetzt gleich voll Selbstmord nach unten, indem ich hier runterhüpfe. Und dann geht es voll schön weiter, da werden wir eine Löschhexe fangen und dann lassen wir unsere Sache verbessern und dann freuen wir uns. Hier lang. Genau. So, Löschhexen, wo seid ihr? Ihr dreckigen Nichtsnutze. Also, ganz so nichtsnutzig sind sie jetzt nicht. Ich sehe nichts. Warum ist es hier so? War schon immer so rot gedönst oder gibt's jetzt gleich voll die Mega-Explosion auf Doom? Brennt gleich alles weg oder was? Ist hier wirklich nirgendwo? Hier war alles voll mit denen. Es wäre hier so eine Seuche von denen. Und jetzt ist hier kein einziger und unter den Steinen sind auch keine mehr, habe ich schon rausgefunden. Was ich ganz schön doof fand. Wo sind denn? Ich fühle mich verarscht. Bin ich jetzt blind? Da hinten. Ist ja. Ja, ich tue jetzt schon krabbelnd. Einfach nur, weil ich will die jetzt unbedingt haben. Ich brauche nämlich nur noch eine. Das war. Ihr wisst schon. Das, was immer passiert in Spielen, wenn man nur noch eine Sache braucht, dann gibt es nicht mehr. Einfach nicht existent. Alles tot, alles weg. Kakariko. So. Haben wir noch ein bisschen Zeit und zwar minus 2 Minuten, um unsere Sachen zu verbessern für diese Folge. Ist das nicht schön? Ja, ich freue mich auch. Bodenloses Moor. Du bist ein bodenloses Moor. Folge dist du. Tipps für das Abenteuer. Du bist Tipp für das Abenteuer. Warte. Tipps für das Abenteuer. Das sind doch die Tipps, oder? Waffen werfen. Ja, ja. Also, egal. Lädst du jetzt? Bitte, danke. Darf ich jetzt? Nein, okay. Und jetzt, es regnet. Wieso regnet es? Wird den Regen angemacht. Warst du das? Ich weiß genau, dass du das warst. Zuschauer? Ja, ja. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Kurz zu. Ja, ich muss es umändern. Warum? Zauberei. Schwarze Magie. Was ich jetzt auch noch machen will. Sortieren. Es geht doch gar nicht. Dass es nicht sortiert wäre oder so. Schlimm. So, auf zur Fee, der fetten Fee. Ich meinte der. Auf zur Fee. Hey du. Yo. Die heilen uns ja nicht mal, oder? Ach du bist es eigentlich gut. Normalerweise haben Feen einen immer geheilt, nur dem Spiel nicht. Ja, hier verbessert. Ja, meine Hosen. Da, 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 da. Los geht's! Blablabla. Und die Feuerhose! Und fertig! Das andere Kleid. Schauen wir mal kurz rein. Wir haben Lösch. Also, wir brauchen jetzt 9 Löschflügler. Dann können wir das komplett verbessern. Voll nice. Wo war Topas Ausrüstung? Ach, hier. Ach, stimmt, wir brauchen ja. Die könnten wir ja eigentlich easy farmen. Leuchtsteine haben wir jetzt nicht genug. Okay, dann scheiße ich da erstmal drauf. Wir brauchen auch nur Leune. So, doch, das ist schon eine Stufe weiter, stimmt. Oh, shit. Egal, hier brauchen wir Topen für richtig. Nein. Nein? Wofür haben wir die? Wir brauchen Rhodolith. Aber wir brauchen doch noch für irgendwas Topas. Oder haben wir das schon gemacht? Bin ich jetzt doof? Ja, schau mal, du bist doof, warum fragst du eigentlich? Ja, das meinte ich nicht. Wir brauchen nirgendwo mehr einen Topaz für. Okay, okay. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wirklich nicht. Ah, okay, dann hätten wir die ja verkaufen können und nicht die anderen Sachen, die wir brauchen. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Egal, ich beende jetzt auf jeden Fall mal die Folge.
Nächste Folge, schauen wir mal. Weiß nicht, vielleicht gehen wir zum Vulkan. Nein, die ist in Nordmine. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall beende ich jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.